Die Arbeitsgruppe der physischen Geographie, Landschaftsökologie und nachhaltige Ökosystementwicklung setzt sich in der Lehre und Forschung mit den Wechselbeziehungen abiotischer und biotischer Aspekte auseinander, welche unsere Landschaften prägen. Eine besondere Bedeutung haben dabei die Interaktionen zwischen Atmosphäre, Biosphäre und Anthroposphäre sowie die nachhaltige Entwicklung von Ökosystemen. Schwerpunkte in der Lehre sind die Landschaftsökologie als gesamtheitliche Betrachtungsweise der physischen Geographie sowie die Klimageographie. Der Forschungsfokus unserer Arbeitsgruppe liegt auf der Aerobiologie und Phänologie. Wir beschäftigen uns mit der Pollenkonzentration in der Luft und erforschen, wie der Klimawandel die Pollenbelastung verändert. Unterschiede in der Pollenmenge und Allergenität von Birken aus ganz Europa werden aktuell in einem DFG-Projekt untersucht. Ziel ist es, den Temperatureinfluss abzuschätzen. Neben dem Klimawandel beeinflusst auch das Eschentriebsterben unsere Wälder und somit Landschaften. Unsere Forschungsarbeiten haben zum Ziel, neue Erkenntnisse zur Pollenausbreitung und zur Pollen- und Samenqualität der bedrohten Esche zu generieren. Ferner untersuchen wir, wie sich das Eschentriebsterben auf die Biodiversität auswirkt, und verwenden dabei ein Set aus innovativen Methoden und Geräten.